Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Serie Mathe-Kursstufe. Diesmal mit dem Thema E-Funktionen. Ihr seht schon, ich habe hier dreimal gleich eine hingeschrieben. Das liegt einfach daran, dass ich nicht ständig irgendwas Neues einfügen will. Das geht nämlich so schneller. So, wir haben hier die Funktion f von x ist e hoch x. Was genau die bringt, was genau die macht, das werdet ihr noch in einem anderen Video erfahren oder von eurem Lehrer oder weiß Gott wo. Ich zeige euch jetzt bloß mal, wie man die ableitet, denn das ist eigentlich das, worum es gerade geht. Ja, also die Funktion hier ist so konzipiert worden, deswegen auch diese doofe Zahl e mit 2,7 krumm, dass man sagen kann, die Ableitung ist genau dasselbe. Also das ist wirklich das Einfachste, was ihr machen könnt. Wenn ihr f von x ist gleich e hoch x habt, dann ist die Ableitung genau dasselbe. Das ist alles. Jetzt nicht gleich ausschalten. Was macht ihr, wenn ihr hier oben was anderes stehen habt? Wenn ihr hier oben nicht x, sondern x² plus 3x plus Sinus x stehen habt. Hört sich jetzt erstmal total kompliziert an, ist es aber echt nicht. Und zwar, ihr leitet E-Funktionen immer... Ach, nicht alles. Ihr leitet E-Funktionen immer komplett ab. Ups. Also mit der Kettenregel. Denn nur das E, das bleibt ja auf jeden Fall immer stehen, ne? So. Ich zeige euch das jetzt mal. F von X. Hier, das haben wir mal stehen gelassen. Das könnt ihr auch einfach gerade meistens einfach nochmal abschreiben. Und jetzt packt ihr hier vorne dran. Einmal und in die Klammern kommt etwas. Ich tippe es jetzt einfach mal kurz hin und ihr dürft mir sagen, was ich hier gemacht habe. Beziehungsweise ich lasse euch kurz Zeit zum Überlegen, was ist das, was ich hier vorne hingeschrieben habe. Das ist die Ableitung von dem hier oben. Das heißt, ihr leitet den Kram hier oben in der Hochzahl ab und ansonsten nichts. Schreibt ihn vorne dran, macht mal dazwischen und packt den da oben wieder hin. Also, nicht abgeleitet, hier. Okay, das sieht jetzt komplett kompliziert aus. Ich schreibe es euch nochmal kurz als Formel hin. Nicht hier oben einfach ein x hinschreiben, sondern ein g von x, dass man sehen kann, dass da oben ist eine Funktion. Dann ist die Ableitung, also das soll heißen e hoch g von x. Falls man es nicht richtig sehen kann, dann ist die Ableitung g' von x mal, nicht plus, sondern mal, e hoch g von x. Ohne das x. So, ihr seht jetzt hier vielleicht, was ich gemacht habe. Das hier, ne, erstmal zu g von x, das ist das da oben. Das könnte ich auch einfach ohne das e hinschreiben, das wäre eine eigene Funktion, deswegen g von x. Das e, das steht da einfach so rum. So, und die Ableitung von dieser Funktion hier, bedeutet, ich muss das, was da oben steht, ableiten, vorne dran schreiben mit einem Mal, was ich hier gemacht habe. Vorne dran schreiben mit einem Mal und dann genau dasselbe nochmal in die Hochzahl reinschreiben. Hier. Das ist einfach übertragen worden. Gar nicht so schwer. Das ist wahr. Ja. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.